Das ist der Ort, an dem wir ganz am Anfang waren. Letzte Welt. Die letzte Welt, okay. Ja, wir haben jetzt nicht wirklich irgendwo, wo wir hingehen können. Ich gehe mal der Sonne entlang. Ich mache da irgendwie keinen Fortschritt. Let's see. So. Jetzt erstmal ein Foto machen. Is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes. The natural end for those whose hearts and bodies perish together, but some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever, or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa, whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? I told you. The other times you came here by your own choice. This time is very different. To become your old self again and return to the real world, you'll have to piece yourself back together in this world first. Ah, why am I in pieces? What? Merkst du jetzt no, not literally, of course. You're conceptually in pieces. On the inside, who knows? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Oh, boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Okay.
Okay. These must be pieces of me. Kommt her, meine. Was war das? So viele Jahre haben wir miteinander verbracht, ein ganzes Leben. Natürlich war nicht alles eitel Sonnenschein. Wir hatten echt sogar etliche Probleme und Sorgen. Aber all das weiß ich jetzt zu schätzen, jede Minute davon. Wir haben so viel jetzt erlebt, ich bereue nichts, zumindest fühle ich so. Besondere Ereignisse mögen herausstechen, aber nichts ist kostbar als die ruhigen Tage dazwischen. Darum geht es wirklich im Leben. Let's see. Kann ich ein Foto mit mir selber machen? Keine Ahnung. Oh gut, wenn du mit mir sprichst, dann muss ich wohl existieren. Ich fühle ein Bewusstsein oder vielleicht eine Erinnerung, Gefühle. Nachhinein durchschweren sie meinen Verstand, doch nichts davon fühlt sich echt an. Das war in Ordnung, ich wollte einfach nur vergessen, mich vor allen abkehren. Doch eine Sache konnte ich nicht loslassen, ein Verbrennt, das ich nicht vergessen konnte. Vielleicht hat mich dieses Bruchstück eine Erinnerung ja die ganze Zeit über ihr erfahren lassen. Seltsam. Ich laufe und laufe, aber ich gelange nicht zu meinem Papa. Oh, ein Versteckspiel. Ich liebe Verstecken. Ich finde Papa. Er wird stolz auf mich sein. Hm, ich kann ihn nicht finden. Ich gebe auf. Komm raus, zeig dich. Ich habe vielfach nach ihm gesucht. Sucht er nicht nach mir? Augenblick, da ist seine Stimme. Ich höre seine Stimme. Das Licht. Jetzt verstehe ich. Ich muss nur auf das Licht zu laufen. Okay. Sora? Yes? It's me, Naminé. Naminé? I'm so glad that you managed to hold on to who you are. Why are you here? I was in Kairi's heart, but then we were struck by a powerful darkness, and I woke up here. And Kairi? I can feel her heart. She's fighting with all her strength to keep you from fading away. So, the reason I retained my form in this place... It's because she's holding you together. Go to her. I'm trying, but what about you? I can't just leave you stuck here. It's okay, really. Kairi is where I came from. So when she's safe again, Kairi is where I'll return. Naminé, I know that I'm supposed to thank you. The datascape doesn't count. I need to say the words myself. But not like this. You and Roxas can't tell me you're okay with this. I know how much you're hurting. I felt that pain through Roxas. He's the one they all miss. It's... not me. Wrong! What about me? Kairi, Donald, Goofy, the King! Roxas too, he misses you. And someone else special I know won't let you down. Sora, thank you. Well, then I'm gonna go save Kairi, so at least you'll be free of this place. Okay? Wait! Huh? While sifting through memories, I spoke to Terra, the Keyblade wielder you've been looking for. He has a strong will, and it keeps him tethered to the Realm of Light. I'll try tracing that connection. Maybe that'll be enough to tip the scales in the other direction. Huh? Let's just say I've got your back. That part of you? It reminds me of Kairi. Thanks, Naminé. Oh! That's not the official thank you. Uh-huh. Well, see ya. So merkwürdig, irgendwie durchsichtig zu sein. Be careful.
mit einem Lichtstern irgendwie zu reden. Aber okay. Wer immer gesagt hat, Liebe und Hass seien zwei Seiten einer Medaille, ist ein Lügner. Wenn man sich unsere Blicke trafen, gingen wir uns sofort an die Gurgel. Die Vorstellung, wir könnten jemals Freunde sein, ist lächerlich. Endlich bin ich alleine, was für eine Erleichterung. Wenn ich auch nicht ganz so erleichtert bin, wie ich es gehofft hatte. Schon seltsam, irgendwas fehlt einfach. Ah, so läuft das also. Wollte ich ihm ständig an die Gurgel gehen, nur damit wir Zeit miteinander verbringen können? Vielleicht ist das mit dem Mögen und Hassen doch nicht so einfach. Das ist ein komplexes Gebilde. Ich frage mich, ob er sich auch so einsam fühlt. Man brauchte schließlich zwei für einen Streit. Habe ich hier etwas bewirkt? Habe ich überhaupt eine Rolle gespielt? Ich dachte, ich hätte einen Platz gefunden, umgeben von Menschen, denen ich aber vertraue. Aber sieh nur, ich bin fort und sie treffen sich immer wie immer, als wäre alles beim Alten. Hm, der Tisch ist falsch gedeckt. Da sind zu viele Gläser. Und sie haben ein neues Mitglied. Das hat ja nicht lange gedauert. Das war mein Stuhl, das war mein Platz da am Tisch. Ihre Gläser stoßen mit dem Neulings an, eins nach dem anderen. Da gibt es keinen Platz für mich, vielleicht hat es den auch nie gegeben. Werden hier sehr tiefgründig. Ich sagte jedem, wir seien nur Freunde, aber er schlich sich in meinen Gedanken ein und dann in mein Herz. Es begann sich so komisch anzufühlen, zusammen zu sein. Ich machte einen Schritt zurück und er kam nie näher, um die Distanz zu überwinden. Ich frage mich, wie er es gesehen hat, was er empfunden hat. Was ist das für ein Gefühl, das sich in mir ausbreitet? Es begreift Besitz von mir. Er ist es. Ich muss ihm antworten. Ich muss ihm sagen, was ich wirklich empfinde. Wir sind gar nicht mehr so viele, merke ich gerade. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch beibringen könnte. Ich dachte, diese Worte würden ihn glücklich machen, aber in seinem Gesicht lag der Ausdruck von Trauer. Ich hätte ihn alles gelehrt, mein ganzes Wissen, alle Techniken. Was könnte er noch von mir wollen? Die Antwort habe ich nie erhalten. Die Zeit verging und hier bin ich nun. Aber jetzt, da wir getrennt sind, glaube ich, es endlich zu verstehen. Er wollte das gleiche wie ich. Es ging nicht nur um die Weitergabe von Wissen, sondern um die Gemeinschaft. Eine Verbindung der Herzen. Wir waren zusammen, einfach unzertrennlich. Wir trugen die gleichen Kleidung, aßen das gleiche, gingen an dieselben Orte. Wir waren wie zwei Ausgaben einer Person, als würde man neben einen Spiegel laufen. Wieso bin ich jetzt nur ich? Warum bin nur ich hier? Das ist dieses Gefühl, es ruft nach mir, verlangt nach mir. Jetzt fühle ich es auch, es würde es ganz gar meine Gefühlsleben entspringen. Wir sind für immer zusammen. Hello? Good day. Oh, cool! You can talk! You look like a person. Oh. How is it that you retain your appearance? Are you special? Oh. I'm a little hazy on the details. As are we all. So, whose heart are you? No one's anymore. They took away my name. Everything about me. Is that Shion? No way! They couldn't have taken away your heart. Only because it pines for another. Yeah? Someone's coming for you? I cannot be certain. He's been changed beyond recognition. His heart replaced with another's. But were he to regain his old self again, he would be distressed by my absence. So I choose to wait here, where he can find me. Oh. Good. You have to believe. Believe? Oh, you mean know in my heart he will return, without any proof? Exactly. Believe. I thought it was all over for me, but a friend of mine looked me in the eye and said, "You don't believe that."
So, who did this to you? Heartless steal hearts. So, a nobody? Somebody. Really? Well, das wir haben ja, ne? Aber auch sonst war doch niemand. You must see to the tasks before you first. The tasks before me? There's so many. All the more reason for you to make an effort. Yeah, you're right. I just wish I knew what to do. Here you are on the brink, and yet you hold on to who you are. You possess a strong sense of purpose. And in that purpose, you will find direction. Thank you. I'm really glad we met. You cheer me up. I hope that friend of yours finds you soon. Thank you. Me too. Oh, hey. If I see him, I'll tell him that you're here. What's his name? Huh? Our secret. Okay. Ich war geschlagen. Ich hätte es eigentlich gewesen sein müssen. Ich wurde einfach verschwinden. Entschuldigung. Dennoch bleibt ein Teil von mir zurück. Aber wieso? Ich bereue nichts. Habe keinen Grund, mich noch an diesem Leben zu klammern. Stelle mir die Frage immer wieder an meinen Gedanken und erinnere mich wieder und wieder daran. An unseren Kampf, dieses Hochgefühl, diese Befriedigung. Ich kann sein Gesicht klar und deutlich vor meinen Augen sehen. Mit das gleiche breite Grinsen wie ich. Ich will so gern einmal die Klingen mit den Kreuzen. Boah, genau so viel. All den Jahren in seinen Dienst ist das Einzige, was ich bereue, vor meinen Meister zu gehen. Vermutlich wird er meine Abwesenheit gar nicht bemerken. Ich zweifle, dass er überhaupt meinen Namen wusste. Doch wie soll ich dann diesen Augenblick erklären? Die Kunstwerke, die ich betreut habe, sind jetzt von einer dünnen Staubschicht überzogen. Scheint so, als hätte er befohlen, dass jemand anderes vom Personal meine Pflicht übernimmt. Und sonst soll es bedeuten, dass er mich nur als einer unter vielen, sondern ein Individuum angesehen hat. Dass er meine Abwesenheit spürt und mich trauert. Ich bin überwältigt von Dankbarkeit bei den Gedanken. Ich muss alles daran setzen, diese Gunst zu erwidern. Ja, aber es bringt irgendwie was, hier alle von diesen Dingern anzusprechen. Wird sich alles freitan als vor unbeschwert, aber irgendwie lag diese Unbeschwertheit dennoch an meinen Verstand. Darf ich denn so fühlen hier sein? Was da ist diese vage Erinnerung, eine Stimme, anderen mag sie grell vorkommen, aber mir wärmt sie das Herz. Dieses Schreien, ich muss es ausfindig machen, es fest umarmen. Diese Liebe, Last, die ich trug, meine geliebten Bürde. Okay. Mit allen Dingern hier gesprochen. Scheint immer wieder zu respawnen, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe mit allen geredet. Aber ich merke gerade, unser Kopf ist wieder normal. So, dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe mit allen geredet, die ich reden konnte. Huh?
weird place. Ja, irgendwie schon. Okay, mit einigen von denen muss ich ein Foto machen. Da habe ich halt mit den dreien irgendwie ein Foto machen sollen. I gotta put myself back together. There's no time to waste. So merkwürdig, aber war auch so irgendwie, weiß nicht, symbolisch bedeutend, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Nicht hoffentlich alle ihr einsammeln, oder? Ah. Aber ich muss ja alle einsammeln. Überall strömen Soras aus. Wieder voll in Panik ausbrechen, wenn ich das alles sehen würde, ey. Ich glaube, es sieht so aus, als müsste ich nicht alle hier einsammeln. Schon irgendwo. Danke. Findet irgendwie der Spruch, sich selber zu finden, eine ganz andere Bedeutung, ne? Kann ich nicht so bleiben, meine Schuhe sehen jetzt voll cool aus. Erinnert mich ein bisschen so an das Finale von Dream Drop Distance, wo wir mit Rico irgendwie so Soras berühren mussten. Ja, ich kann ja jetzt fliegen, stimmt. Gleich haben wir es. Muss es einfach an Kingdom Hearts ja überlassen, um solche komischen Orte irgendwie hier zu erfinden. Weiß nicht, wer kommt auf sowas? Also irgendwie was von Kunstwerk hier. Wenn er mich fragt. Schon so viele brauche ich nicht mehr. Oh, ich brauche nur noch einen gerade.
Von welcher Höhe, wenn man alle hier einsammelt? Das ist bestimmt eine Trophäe oder irgendwie sowas, ne? Aber ne. Nein, danke. Zur Zeit bist du bereit zurückzukehren, ja. Ich hoffe einfach mal, wenn wir nicht alle sammeln mussten, um irgendwas, weiß ich nicht, freizuschalten oder so. So. Was echt gruselige Geräusche, weißt du das? I see that you found them all. Yep. Then isn't it time that you left? Oh, thanks. What? I'm doing you a big favor here, you know. Don't push it. Hey, Chirithi, you still look like you, right? Would you like me to help you find your pieces? Oh, I don't work like that. So, like, you're waiting for someone to rescue you? Sort of. Well, tell me who. I'll find him. Huh? No. That's okay. He doesn't remember the past. Besides, I'm sure that he's much happier with his new friends. But I'll wait. He'll arrive here one day. Okay. I'll be back to visit you. What? You and me are friends now. Really? I've missed having friends. Well, see you around. And thanks. Wie komme ich hier nochmal raus? Could ja. I get a hint how to save the others? Seriously? Are you a Keyblade wielder or aren't you? Haven't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost? Restore their hearts? Is that the same thing as the power of waking? I'm not sure, but give it a shot. No. This'll take all my heart. Okay. Na, mach mal auf. Das being dreamed out distance. Look for the light in the darkness. So, jetzt gehen wir wieder da raus und lassen uns wieder über den Haufen schlagen, ne? Das ist schon wieder dieser Spruch. Jetzt gehen wir ein und retten alle, ne? Okay. Bis jetzt haben wir nur gegen normale Herzdosia verloren. Ja, und Terra Nord. Aber trotzdem. Wir haben es noch nicht mal, weiß nicht. Wir haben noch nicht mal die Spitze des Eisbergs gesehen. Sora, you don't believe that. I know you don't. Sora.
Und wir fliegen wieder durch die Gegend. So wie 90% in anderen Kingdom Hearts spielen. Riku! Riku! Answer me! Ja, fühlt sich irgendwie so meistens halt so, als wäre man irgendwie auf einem Trip. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde mal gerne sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Olymp. This is Herc's world. Is Riku here? Ich habe so Ende der Welt Feelings irgendwie. Moment. There's nobody here. Gee, I'm here. Hier ist doch nie jemand. What? Jiminy, you're okay. Well, okay might be a stretch, but what are we waiting for? We need to find the others. Right. Suche nach den gefallenen Hüter des Lichts. Aber ich würde sagen, den Speicherpunkt, nö. Ausrüstung. Ach so, kosmischer Gurt, genau. Ja, das war ganz schön krass. Die letzte Welt. Okay. Habe ich einen verpasst? Komme ich da überhaupt zurück? Ich weiß es nicht. Charity. Ich hoffe, ich kann da irgendwie zurück. Also Terrasea-Nord. Oh, diesmal mit Klamotten. Alles klar, ich würde dann sagen, ich beende den Part aber hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hier mal durchrennen und gucken, was als nächstes hier auf uns wartet. Ja, danke schön fürs Zuschauen und ja, dann lasst ein Abo, Like, Kommentar und so und tschüss.